Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar HEP Solar. Hast du dir schon einmal überlegt, warum auf so vielen Dächern Solaranlagen installiert sind? Ganz einfach, Photovoltaik ist derzeit die wirtschaftlichste Technologie zur Energieerzeugung. Da wäre es doch schön, wenn du die Möglichkeit hättest, genau in diesem Bereich auch investieren zu können. Und genau da kommt unser Werbepartner HEP Global ins Spiel. HEP Solar ist eins der führenden Unternehmen in der Solarbranche mit internationaler Expertise und bietet dir als Privatinvestor die Möglichkeit, in weltweite Solarprojekte zu investieren. Als globales, inhabergeführtes Unternehmen haben sie eigene Tochtergesellschaften in verschiedenen Zielländern und bieten dir damit Zugang zu Märkten, die sonst nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Deine Vorteile liegen auf der Hand. Du investierst in den stark wachsenden Markt der Solarenergie, erhältst darüber langfristige und attraktive Renditen und kannst je nach deinem Risikoprofil unterschiedliche Projekte auswählen und damit dein Portfolio diversifizieren. Also profitiere jetzt von dieser Erfahrung und lege direkt los. Gehe dafür einfach auf investor-stories.de/hep-global oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und ich freue mich ganz herzlich, den Alan Galecki wieder zurück im Podcast zu begrüßen. Herzlich willkommen zurück. Ja, moin Tim in den Norden. Ja, vielen Dank, dass du wieder zu Gast bist. Ich fand unser letztes Interview super. Seitdem hat sich einiges getan. Es gab ein paar spannende Artikel auch auf deiner Webseite, die mich so ein bisschen angeregt haben, auch nochmal mit dir zu sprechen, weil ich glaube, das sind Themen, wo jeder was mitnehmen kann. So ein bisschen so zum Thema Kapitalallokation, worüber wir gleich starten werden. Aber du hast auch noch ein paar Aktien im Gepäck, die wir so ein bisschen durchsprechen können. Und auch so ein paar Kontrameinungen zu Aktien, die andere Gäste im Podcast etwas anders gesehen haben, nämlich positiv. Und du siehst das nicht ganz so rosig wie die. Und da ist vielleicht ganz spannend, auch mal nochmal so eine andere Seite zu hören. Insofern eine pickepackevolle Sendung, aber ich freue mich sehr drauf und starten wir doch aber erstmal ganz locker. Wie geht's dir und wie läuft's so bei dir? Ja, danke erstmal für die Einladung, Tim. Ich freue mich wieder dabei zu sein und gern noch mal ein paar kontroverse Thesen in den Raum zu werfen. Mir geht's soweit ganz gut. Ich arbeite ja von zu Hause die ganze Zeit. Also beim letzten Mal habe ich nur an meinem Blog gearbeitet. Jetzt bin ich seit Jahresanfang auch noch redaktionell für die Wirtschaftswoche tätig. Das hat sich so beruflich bei mir verändert. Familiär ansonsten gleich. Und ja, die Themen gehen mir nicht aus. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit, wie das so oft ist. Ja, und ansonsten bin ich weiterhin auf der Suche nach spannenden, interessanten, unterbewerteten und vor allem ja renditebringenden Aktien. Genau, und um die Rendite zu maximieren, da spielt ja ein Thema häufig eine wichtige Rolle, und zwar das Thema Kapitalallokation und dementsprechend auch, wie man damit umgeht, weil da gibt es natürlich für einen persönlich ganz viele verschiedene Ansätze. Das Thema ist ja unendlich breit, von wie groß mache ich jetzt eigentlich überhaupt meine Position, habe ich ein sehr konzentriertes Portfolio, kaufe ich hunderte von Aktien da rein, dann hatte ich einen Artikel von dir gelesen, ein Weekly über die Limitierung von Verlusten und die Reallokation sozusagen. Und das wird mich jetzt insgesamt zu einer sehr offenen Frage führen. Wie betrachtest du das Thema Kapitalallokation für dich? Und was sind so Punkte, die du da quasi besonders im Augenmerk hast? Ja, also Kapitalallokation ist ja ein sehr breit gefächerter Begriff, der auch viel Interpretationsspielraum da lässt, und ich würde jetzt einfach mal so für den Start sagen, dass jeder da durch so ein paar eigene Fehler und auch ja Gehversuche quasi machen muss, um da für sich so rauszufinden, welcher Stil zu einem persönlich am besten passt. Also es gibt da nicht das eine Geheimrezept, das man irgendwie entdecken muss und das man dann einfach anwenden kann. Alle Risiken sind dann plötzlich weg und du gewinnst nur noch. Das muss halt eben auch zu deinem Anlagehorizont passen einerseits, also es ist natürlich ein Unterschied, ob du 20 bist oder ob du 50 bist, wie viel Zeit du noch übrig hast zum Investieren.
Und auf der anderen Seite hängt es auch davon ab, was für ein Typ du bist, ob du im Kurszappelein besser aussitzen kannst oder ob du schon bei minus 5% an einem Tag nervös wirst. Das handhabt auch jeder so anders für sich. Was ich für mich aber im Laufe der Zeit festgestellt habe, ist, dass ich kann so bis minus 20-25% Verlust bei einem Titel noch gut mit dabei sitzen. Aber dann fange ich an, mir einfach die Frage zu stellen, ob meine ursprüngliche These überhaupt noch Bestand hat oder ob ich tatsächlich irgendwie daneben gelegen haben könnte. Ne? Und das hinterfrage ich dann immer mehr. Und wenn ich zum Schluss komme, dass ich zu optimistisch war, das kann nur rein an der Bewertung gelegen haben, das kann aber auch damit zu tun haben, dass irgendein Katalysator nicht eingetroffen ist oder dass sich das Umfeld, das wirtschaftliche Umfeld verschlechtert hat und dass deswegen die Umsätze fallen. Also da gibt es halt viele Gründe. Dann neige ich dann irgendwann dazu, auch auszusteigen und diesen Verlust nicht krampfhaft auszusitzen oder sogar noch schlimmer, dem schlechten Geld Gutes noch hinterherzuwerfen, also sprich zu vergünstigen oder zu verbilligen, günstiger nachzukaufen, wie das so oft gemacht wird. Das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht, aber ich habe festgestellt, dass wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, sprich wenn ich meine Analyse gemacht habe, auf die Sachen geachtet habe, die mir wirklich wichtig sind, wo ich einen Haken dran machen konnte, also starke Free Cashflow-Generierung, Verschuldung beispielsweise, die Bewertung, noch Wachstumspotenzial unter Umständen, gute Kapitalallokation vom Management, aber das können wir ja gleich nochmal vertiefen. Dann habe ich festgestellt, dass die guten Dinger, die laufen einfach, die kommen dann nicht zurück. Und die Dinger, die zurückkommen, die willst du eigentlich eher loswerden, weil das sind dann die Problemkinder, die du in deinem Portfolio hast. Und die belasten dich irgendwann auch mental. Das kann erstmal eine Zeit lang gar nichts mit dir machen. Du bist dann einfach noch positiv gestimmt und beobachtest die Position weiter. Aber je länger deine These nicht aufgeht und je länger der Kurs einfach nicht wieder hochkommt, desto frustrierter wirst du irgendwann. Und das lenkt auch den Fokus eben von den besseren Titeln ab. Also ich persönlich bin ja eher konzentriert unterwegs. Ich hatte, glaube ich, am letzten Mal so als Daumengröße genannt, mein gesamtes Portfolio inklusive Cashbeständen mit allen Währungen muss auf einen iPhone-Screen passen. Also auf den größeren aber. Und deswegen fällt es mir da auch eigentlich gar nicht so schwer. Ich muss ja nur ein paar gute Titel finden und nicht irgendwie 30 gute. Deswegen schmeiße ich dann irgendwann die schlechteren raus, ziehe da die Notbremse. Und das Gute ist ja, dass man diese Verluste dann mit anderen Gewinnen wieder verrechnen kann. Das heißt, das ist dann nicht komplett weg und man gewinnt natürlich auch an Erfahrung und an neuen Erkenntnissen, die man dann hoffentlich bei den oder bei der Suche nach den Renditebringern wieder einsetzen kann. Ist das dann auch so eine Sache, dass du nicht nur nach der These schaust, sondern auch generell die erwarteten Returns quasi unter dem Positionen vergleichst? Also dass du schaust, sag ich mal, was sind die Opportunitätskosten, wenn ich das Geld daraus nehme und dann in eine andere DED stecke und da ist der IRR irgendwie doppelt so hoch wie bei der schlechten, wo die These zwar möglicherweise sogar noch intakt ist, aber woanders könnte man vielleicht mehr aufholen? Oder sag ich mal, wie sizest du das dann? Löst du das dann komplett auf oder? Ja, auf jeden Fall. Also was ich nicht mache, ist irgendwie nur die Hälfte verkaufen und dann noch mit dem Rest da rumdaddeln, sondern das fliegt dann komplett raus. Wenn ich halt eine bessere Position finde oder eine vielversprechendere, sagen wir mal so, weil ob die besser sein wird, das muss ich ja erst noch zeigen, dann schmeiße ich die auch raus und dann warte ich gar nicht mehr ab, ob das Ding noch zurückkommt, sondern dann geht es einfach in die neue Position und dann geht das Spiel quasi wieder von vorne los. Also ich hatte bei mir beispielsweise im Mitgliederbereich auch die ThyssenKrupp mal vorgestellt. Da war einfach die These, dass eine Konzernumstrukturierung bis hin zu einer Zerschlagung kommen könnte. Und ich denke, wir sind uns ja alle einig, dass da die Summe der Teile recht vielversprechend und deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung liegt. Aber was ich unterschätzt habe, ist halt so dieses ganze Politische drumherum und dieses Gezerre mit den Gewerkschaften. Und auch wenn der Kurs jetzt ein bisschen über dem steht, wo ich die Position dann rausgeschmissen, also geschlossen habe, ich weine dem nicht mehr hinterher, weil ich bin mental einfach frei. Ich habe damit jetzt nichts mehr zu tun. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe daraus gelernt und ich versuche quasi wieder alles auf Null zu setzen und jeden weiteren neuen Fall von Neuem zu betrachten und mich eben nicht mehr von diesen alten Fehlgriffen blenden zu lassen oder ablenken zu lassen. Wenn du schaust, du hast ja ein sehr konzentriertes Portfolio. Die Returns sozusagen, natürlich hat man seine Erwartung, aber du hast es eben schon gesagt, ob sich diese Erwartung auch realisiert sozusagen, das zeigt sich ja nun mal erst in der Zukunft. Wie wiegst du dann ab, sag ich mal,
was die Titel sind, die es ins Portfolio schaffen und wer vielleicht nicht sozusagen, wenn du jetzt, sag ich mal, gerade Glück hast und ein gutes Unternehmen nach dem anderen findest und dein Portfolio auch über den iPhone-Screen hinaus vielleicht anwachsen könnte. Also das versuche ich tunlich zu vermeiden und Interactive Brokers hat mir auch nur einen kleinen Gefallen getan. Die haben ein bisschen die Auflösung verkleinert, das heißt, es passt jetzt mehr auf den Screen. Nur mal so am Rande, aber ernsthaft, ich mache das auch so ein bisschen nach Bauchgefühl tatsächlich noch. Das habe ich in den letzten Jahren stark zu schätzen gelernt. Also im Englischen sagt man ja so ein bisschen auch Trader's Nose, wobei ich das Wort Trading im Deutschen halt nicht mag. Wenn du deine ganzen fundamentalen Faktoren abgeklappert hast, dann hast du ja immer noch so eine Bauchtendenz. Es kann ja sein, dass die Zahlen erstmal dafür sprechen, du hast aber noch ein bisschen Bedenken. Vielleicht kannst du das auch nicht unbedingt erklären, woran das liegt. Und auf der anderen Seite brennst du manchmal schon so richtig für einen Titel. Du witterst da schon Lunte, du merkst, da geht was, da ist die Bewertung absurd niedrig, da ist das Unternehmen, also vielleicht ein Ölunternehmen, gerade so bepreist, als ob Öl bei $60 stehen würde. Dabei haben wir einen Ölpreis von 90, so eine Konstellation zum Beispiel. Und das Bauchgefühl, das liegt tatsächlich öfters richtig als nicht. Und ich habe mir jetzt noch als weitere so persönliche Investmentregel, die benutze ich aber allerdings tatsächlich auch im persönlichen Alltag, kein klares Ja ist ein klares Nein. Also wenn ich nicht vollends dafür brenne, überzeugt bin, dahinter stehe, dann lasse ich es lieber. Dann warte ich entweder lieber ab und beobachte den Titel noch länger. Also es muss ja nicht direkt ein finaler Ausschluss sein, aber ich kaufe dann nicht sofort oder schreibe auch keine Studie auf meinem Blog direkt dazu. Dann beobachte ich den Titel durchaus. Ich habe beispielsweise auch ein Biotech-Unternehmen erstmal 8 Jahre lang beobachtet, bevor ich mich da näher dran getraut habe, weil ich das Geschäftsmodell und die Produkte und das Wettbewerbsumfeld gar nicht so richtig verstanden hatte. Also das kann durchaus auch länger dauern. Und in Summe versuche ich eben für mich so abzuwägen, wo sehe ich das größere Potenzial und wo eben nicht. Und ich lasse mich nicht davon verleiten, beziehungsweise davon treiben, dass ich krampfhaft wieder mit dem Verlust auf Null kommen will, um mir keinen Fehler einzugestehen. Also das ist auch so eine Marotte, die viele Investoren haben, die ich persönlich auch eine ganze Zeit lang mit mir herumgeschleppt habe, aber ich denke, ich habe es geschafft, jetzt abzulegen und so kann ich dann nach den vielversprechenden Ideen Ausschau halten und dann umschichten. Ja, und vielversprechende Ideen, die hatten auch schon ein paar unserer Gäste und wir hatten dieses Jahr aus meinem Interesse heraus, um, sag ich mal, das Format so ein bisschen aufzufreshen, auch immer mal wieder jetzt Aktienvorstellungen. Und eine Aktie, die da vorgestellt wurde vom guten Till Schwalben, Grüße an dieser Stelle, das ist PayPal und der sieht in PayPal so ein bisschen den Turnaround-Case, dass die Aktie gerade absolut verhasst ist und eigentlich unterliegend ganz gute Metriken hat und wenn da, sag ich mal, das Wachstum wieder ein bisschen in Schwung kommt und sich so ein bisschen die Mentalität der Börse wendet, dann könnte das auch ganz schnell mal wieder in die andere Richtung gehen. Bei PayPal, das wird zwar, ich mal, grob zusammengefasst, der Case, wer da tiefer einsteigen würde und Tills These hören möchte, verlinke ich natürlich den Podcast in den Shownotes. Du siehst das aber nicht ganz so. Vielleicht deswegen mal gefragt, was ist, sag ich mal, bei PayPal das, was dich abschreckt oder zumindest zum Zweifeln bringt, warum das jetzt, sag ich mal, zum aktuellen Preis ein gutes Investment sein könnte? Ich denke, ich sehe es nicht nur ein bisschen anders, sondern bis auf den aktuellen Preis sehe ich alles eigentlich komplett umgekehrt. Inklusive auch negativer persönlicher Erfahrungen, die ich mit PayPal hatte, aber jetzt mal der Reihe nach. Also wir brauchen uns da, denke ich, nicht lange darüber zu unterhalten. Die Bewertung sieht optisch ziemlich günstig aus. Ne? Also von den ehemaligen Bewertungsmultiplikatoren von irgendwie 50-fach Gewinn war das in der Spitze, glaube ich, 10- oder 12-fach Umsatz. Das war zum Zeiten des E-Commerce-Booms 2021. Das haben wir lange hinter uns. Und jetzt sind wir auf ein moderates Niveau wieder zurückgekommen, irgendwie 10, 12er KGV, so ganz grob. Tagesaktuell habe ich es jetzt gerade nicht vor Augen, aber das war so die Daumengröße. Auch mit dem Free Cashflow sieht es ähnlich aus. Das scheint erstmal verlockend zu sein. Du hast aber eben gesagt, Tim, die Stimmung ist ziemlich schlecht bei PayPal.
Das ist schon mal der erste Punkt, der mir so sauer aufstößt, weil ich finde, es gibt eigentlich nur beide Dip-Aufrufe und kaum einer ist irgendwie bärisch dafür. Ich habe von keinem irgendwie gehört, dass er große Bedenken hat, sich vorstellen könnte, dass die Aktie vielleicht nochmal stärker zurückkommt oder auch an im Wettbewerbsumfeld stärker federn lässt. Deswegen also auf Twitter, auf YouTube, auch bei einigen schriftlichen Analysen habe ich eigentlich immer nur Aufrufe zum Nachkaufen gelesen und die fingen halt schon bei 200 irgendwas Dollar an und jetzt sind wir bei knapp unter 70, wir waren im 50er-Bereich schon. Das war schon mal so eine Sache, die mich gestört hat. Und wenn wir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen in die Fundamentaldaten, das Erste, was mir halt super gegen den Strich geht oder was mich extrem stört, ist, dass die Transaktionsmarge von PayPal in den letzten 5 Jahren um 10 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Die hatten 56% konnten die quasi für sich einstreichen aus dem, also aus den Gebühren. Und das ist jetzt halt eben in den mittleren 40er-Prozentbereich zurückgegangen. Eine Erklärung ist dann vielleicht dafür, dass die jetzt stärker über Braintree, also dieses ohne mit dem Namen PayPal, mit der Marke PayPal aufzutreten, sondern nur so im Hintergrund quasi als Abwickler zu agieren, dass die stärker damit in Erscheinung treten. Das würde ja dann halt bedeuten, dass die über das Volumen das Geld wieder reinholen müssen, wenn pro Transaktion weniger drin bleibt. diese eine fallende Transaktionsmarge ist für mich schon mal so ein Hinweis, dass vielleicht die Marke PayPal an sich beschädigt ist und dass es da Probleme geben könnte. Das wird man aber im weiteren Verlauf mal beobachten müssen. Bei diesen digitalen Bezahlmodellen würde man ja eigentlich auch annehmen und unterstellen, dass die skalierbar sind. Also es gibt gewisse Implementierungs- und dann auch Betreiberkosten oder Betreibungskosten. Aber mit der Zeit, mit immer mehr Transaktionen müsste ja auch nicht nur absolut mehr hängen bleiben, sondern auch relativ. Also die Margen müssten steigen. Und das ist ja bei PayPal alles nicht der Fall. Und wenn wir uns zum Beispiel Visa anschauen, die haben zwar ein anderes Geschäftsmodell, aber so sage ich mal jetzt ganz oberflächlich betrachtet, kann man da vielleicht schon sagen, bei Visa geht es mit den, Margen pro Transaktion ein bisschen hoch, während es bei PayPal eben sehr stark runtergegangen ist. Und bei der Take Rate, also quasi die, wie viel Prozent der gesamten Transaktion quasi an Gebühr fällig wird und bei PayPal hängen bleibt, da hat sich der Wert in den letzten 12 oder 11 Jahren nahezu halbiert. Das finde ich auch ein bisschen besorgniserregend. Und bei Visa hat sich der Wert, wie gesagt, ist der um rund 50% gestiegen. Dann darauf aufbauend, Marktanteil ist so ein bisschen schwer zu recherchieren, aber man kann grob sagen, oder was man definitiv sagen kann, PayPal ist immer noch Marktführer in dem Bereich, bei dem digitalen Bezahlen, mit 40%, 45%, da geistern so verschiedene Zahlen durchs Universum, aber ich habe auch gelesen, dass vor einigen Jahren es noch auch im mittleren 50%-Bereich war. Das heißt, da hat man auch ein bisschen federn lassen an Marktanteilen. Und so bekannte Konkurrenten jetzt beim Online-Bezahlen sind dann Stripe, ist dann die Nummer 2. Die benutze ich auf meinem Blog zum Beispiel auch. PayPal hatte ich auch benutzt, aber die musste ich dann leider rausschmeißen, weil ich mit denen technische Probleme hatte. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen, sag ich mal, vorbelastet. Aber das war jetzt nicht entscheidend für meine These, weil ich habe ja noch andere Argumente aufgeführt. Ansonsten, man begegnet ja immer häufiger Shopify auch, also diesem Shopify Pay. Amazon Pay dürfte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Afterpay sieht man jetzt eher selten, aber die gibt es halt auch hin und wieder noch. Und ja, Apple Pay ist natürlich auch noch so ein Name, den man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Also wir haben ein immer wettbewerbsintensiveres Umfeld. Früher gab es ja gefühlt nur PayPal und jetzt ist halt noch vieles nachgezogen. Und PayPal, das sollte man halt auch wissen, stammt eben aus einer Zeit, wo es noch keine Smartphones gab, keine Tablets gab, sondern das ist für mich irgendwie immer noch so eine Desktop-Anwendung geblieben. Und der Trend beim E-Commerce und beim Online-Shopping geht aber stärker zum Mobilen. Also man kann jetzt vom Tablet und vom Handy schnell mal irgendwas bestellen. Und das wird auch zunehmend gemacht. Also auf vielen Online-Shop-Seiten kann man sich ja noch die Trends raussuchen, dass es eben stärker zu mehr mobilen Aufrufen erstmal kommt und dann natürlich auch in dem Sinne zu weiteren Abwicklungen. Wenn jetzt die Recherche da jetzt nicht, sage ich mal, aufwendiger ist hinter einem Produkt,
Aber PayPal ist und bleibt für mich primär eine Desktop-Anwendung. Und wenn die jetzt stärker eben zu diesem ungebrandeten Exit über Braintree gehen, lassen die wieder an Marge federn. Und die müssten da eigentlich Volumen herholen, was die aber jetzt in dem Konkurrenzumfeld mit dem verloren gegangenen Marktanteil nicht unbedingt nachweisen können. Und was mich besonders erschreckt hat, ist, dass Apple Pay bei dem mobilen Checkout einen Marktanteil von 48% zu haben scheint. Also ob es jetzt 40 oder 50 sind, das ist eigentlich zweitrangig, aber Fakt ist, PayPal ist da nicht führend. Ist das dann nur iPhones oder ist das über alle Mobilgeräte hinweg? Ich hatte über alle mobile Geräte hingelesen, aber halt nicht weltweit, sondern auf die USA bezogen erstmal. Okay. Aber in den USA ist ja das iPhone, hat das ja einen absurd hohen Marktanteil von irgendwie 60% oder so. Oder 70, und hier in Europa ist das ja heterogener. Genau, und Apple Pay ist da für mich ganz klar vorne. Und ich habe auch beispielsweise noch niemanden in einem Geschäft mit PayPal bezahlen gesehen. Also was ja auch stark im Kommen ist, ist halt schnell mal Handy oder Uhr zücken, an der Kasse bezahlen. Habe ich persönlich auch schon ein paar Mal gemacht. Aber da ist PayPal halt auch nicht zu sehen, ne? Also dann entweder ist es Apple Pay, Samsung Pay, ich glaube Google Pay gibt es da ja auch noch. Deswegen, da sehe ich PayPal eben auch nicht, aber das sind eben die Wachstumsmärkte und dieses traditionelle Desktop-Shopping, das wird sich zwar auch weiterentwickeln, aber das wird halt deutlich langsamer wachsen als die mobile Geschichte. Das ist erstmal so das grundsätzliche Umfeld, was ich da sehe. Und jetzt noch ein paar Zahlen zu nennen, was mich bei PayPal halt extrem stört, die haben in den letzten 10 Jahren ihren Cashflow quasi damit geschönt, aber nicht irgendwie böswillig, sondern weil es die Regulatorik so hergibt, dass die aktienbasierten Vergütungen, die sind auf 30% des operativen Cashflows angeschwollen. Früher war der Wert noch ein Drittel davon. Also im Grunde muss man die aktienbasierten Vergütungen bei der Berechnung des operativen und freien Cashflows wieder abziehen, weil zu Ende gedacht, in letzter Konsequenz bedeutet, dass das neue Aktien für die Mitarbeiter emittiert werden und die verwässern den gesamten Bestand. Und wenn ein Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm ausruft, dann sinkt erstmal nicht der gesamte Nettobestand, sondern die kaufen quasi erstmal das, was die für die Mitarbeiter emittieren, anderweitig wieder zurück und müssen zusehen, dass der Aktienbestand nicht anschwillt. Also eines der besten Beispiele dafür war ja Amazon immer, dass der Aktienbestand extrem hochgegangen ist. Ich meine, bei Netflix wäre das auch so gewesen, aber bei Amazon bin ich mir ganz sicher, dass das so war. Ja, und deswegen würde ich den Free Cashflow, so wie er da steht, ein bisschen adjustieren und runterrechnen. Also diese 30% müssten da eigentlich wieder runter, weil das Rückkaufprogramm, auch wenn das erstmal sehr verlockend klingt, dass die haben im letzten Jahr jetzt 4% zurückgekauft. Rechnerisch wären aber fast doppelt so viel möglich gewesen mit der Summe, also mit den 5 Milliarden, die hätten zurückkaufen wollen. 6, 7, 8%, je nach Kurs, hätten drin sein müssen. Aber eben wegen dieser Verwässerung aus Mitarbeiteraktien waren es netto nur 4. Und jetzt für dieses Jahr befürchte ich halt auch, dass der Rückkauf gar nicht so wahnsinnig hoch ausfallen wird, wie erstmal zu sehen ist. Und für das Wachstum hat ja das Management auch schon erstmal schwarz gesehen. Also da ist man froh, wenn man ein vergleichbares Ergebnis zum Vorjahr überhaupt schaffen kann. Also sogar die, also der Gewinn pro Aktie, den mag ich persönlich jetzt nicht so sehr, aber der soll auch schon unter dem Niveau vom Vorjahr liegen. Deswegen, mir fehlt es einfach da an Argumenten, warum ich da positiv gestimmt sein sollte. Und jetzt das jetzt nur rein auf den Bewertungsmultiplikator zurückzuführen oder weil die Aktie schon so und so viel Prozent zurückgekommen ist, das reicht mir eben nicht. Ich glaube, das ist in der Tat das Gefährliche, wenn man immer nur auf reinen Multiplikatoren schaut. Und ich sehe es wie du, das größte Risiko, das hatte auch der Till damals angemerkt, ist definitiv die Geschichte mit Apple Pay. Und auch natürlich, dass PayPal schon historisch alleine den Trend verschlafen hat, Sag ich mal, die App auszubauen, dass man sie auch außerhalb sozusagen des klassischen Browsers nutzt, sei es jetzt an der Kasse oder auch für schnellere In-App-Käufe. Das muss man ja sagen, wenn man jetzt am Handy die Möglichkeit hat, mit Apple Pay zu zahlen, hat man den gleichen Vorteil wie bei PayPal. Man muss seine Zahlungsdaten nicht extra nochmal eingeben und es ist tatsächlich nur in der Regel einmal diesen Touch-Sensor entfernt, dass man Apple Pay benutzen kann. Also es ist halt in der Regel auch noch fixer.
Auf dem Browser würde ich sagen und auch generell, sage ich mal, wenn man bei Online-Shops kauft, wo man nicht regelmäßig kauft, hat PayPal immer noch diesen klassischen Vorteil, dass man halt wirklich ein hohes Sicherheitsempfinden hat, denke ich mal. Und man halt seine Daten da nicht eingeben muss. Und dadurch, dass der E-Commerce-Markt generell noch mit, ich glaube, so 10% pro Jahr wächst, sage ich mal, solange die es halbwegs schaffen, ihren Marktanteil zu halten, gegebenenfalls sogar in dieser Abwicklung ein bisschen auszubauen, sage ich mal, ja, könnte man zumindest argumentieren, dass das dafür wiederum ein vergleichsweise günstiges Multiple ist. Das auf jeden Fall. Die werden jetzt nicht irgendwie vom Markt verschwinden oder massiv einbrechen, das nicht. Aber ich glaube halt nicht an diesen großen Turnaround, dass der wieder eintreffen wird. Also natürlich kann die Aktie ein bisschen steigen, das ja, aber ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass die ihre Allzeithochs auf absehbare Zeit wiedersehen werden. Und ich glaube halt eben auch nicht, dass der Rückgang jetzt irgendwie unberechtigt war und dass der Markt das falsch gesehen hat, sondern ich glaube halt schon, dass das berechtigt war. Es wird Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung, denn so wie es um vielseitige Aktien in der heutigen Folge geht, braucht man natürlich auch einen vielseitigen Broker, der einem ermöglicht, weltweit an verschiedensten Börsen in Aktien und Fonds und anderen Finanzinstrumenten zu investieren. Und ein guter Partner ist dafür unser heutiger Werbepartner Freedom24. Als europäische Tochtergesellschaft der Freedom Finance Holding Corporation, die im Übrigen auch an der Nasdaq gelistet ist, bietet Freedom24 eine breite Palette an Brokerage-Leistungen für internationale Kunden an. Doch nicht nur das, viele Investoren halten größere Geldbeträge bereit, um sie in den kommenden Wochen oder Monaten zu investieren. Und während sie auf den richtigen Zeitpunkt warten, bleibt das Geld oft ungenutzt auf dem Girokonto liegen. Unterm Strich heißt das, es bringt keinerlei Rendite und liegt nur rum. Und genau da kommt unser Werbepartner Freedom24 ins Spiel. Denn dort erhältst du aktuell lukrative Zinssätze auf dein Kapital. Auf dem Tagesgeldkonto in Euro erhältst du beispielsweise derzeit 3,88% Zinsen und wenn dein Geld in US-Dollar angelegt wird, dann sogar 5,31%. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Die Verzinsung beginnt bereits ab einem Mindestanlagebetrag von 150 Euro bzw. US-Dollar. Auszahlungen sind jederzeit möglich. Es erfolgt eine tägliche Zinsgutschrift und das Beste daran, es gibt kein maximales Anlagevolumen. Außer dem Tagesgeldkonto gibt es bei Freedom24 auch ein Festgeldkonto, was dir bis zu 8,76% per annum in US-Dollar und bis zu 6,34% in Euro bringen kann. Wenn du direkt losgehst, dann gehe jetzt auf investor-stories.de/freedom24. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Ja, ich denke mal auch diese Hosts, die wir da in 2021 gesehen haben, die waren auch eher eine Überbewertung und da sollte man sich nicht zu sehr dran festmachen, dass es da auch wieder hingehen könnte in absehbarer Zeit. Damit wir aber genug Zeit auch noch für die anderen Cases haben. Immer wiederkehrendes Thema aus ethischen Gründen ist die Tabakbranche. Es gibt ein paar dicke Dividenden da und viele verschmähen ja diese Aktien aus ESG-Gründen, andere mit dem Glauben, dass Rauchen ein auslaufendes Modell ist. Andere wiederum sagen, dafür ist die Bewertung aber so günstig und dadurch, dass sie in den, ja, ich sag mal, rauchfreien Bereichen es Stück für Stück schaffen, da mehr Produkte auf den Markt zu bringen, ist das dann doch wieder ein interessanter Case. Du siehst das aber auch wieder anders. Ja, in der Tat. Also eine Zeit lang war ich auch Aktionär in Philip Morris und Altria. Wobei ich habe alle vier großen habe ich schon mal gehabt, aber nie gleichzeitig, sondern über verschiedene Zeiträume und aus verschiedenen Gründen. Aber jetzt halte ich gar keinen mehr. Und klar, ist das mit diesem rückläufigen Markt und dass der Regulator da immer strenger wird und dass die Werbung immer abschreckender wird. Klar, das ist jetzt auch nichts, was wie gestern erst erschienen ist, sondern das seit vielen Jahrzehnten wird das ja betrieben. Und trotzdem haben die Unternehmen immer mehr verdient, ihre Margen gesteigert, trotz rückläufiger Volumina. Das ist alles okay. Aber irgendwann muss rein mathematisch gesehen einfach so ein Tipping Point kommen, also so ein Wendepunkt, an dem es nicht mehr möglich sein wird, mit Preissteigerungen die verloren gegangenen Absätze
auszugleichen. Also bisher haben die das sogar überkompensieren können. Ne? Also deswegen sind ja auch die Umsätze und Gewinne stärker gestiegen und die Dividenden konnten angehoben werden. Aber seit ein paar Jahren, bei jedem Unternehmen ist das ein bisschen anders, man muss auch Wechselkurse noch berücksichtigen, aber so langsam glaube ich, dass der Zenit jetzt erreicht, wenn nicht sogar überschritten ist. Man sieht beispielsweise ganz stark, dass Altria keinen neuen Rekordumsatz mehr erzielen konnte in den letzten 2 Jahren. Man kann dann da zwar so ein bisschen argumentieren, als die Leute zu Hause gesessen haben, haben die mehr geraucht, aber die Volumina sind halt in jedem Jahr zweistellig abgeschmolzen in den USA. Also Altria ist ja nur in den USA aktiv. Und das Problem ist, wenn du dann, sage ich mal, 10% Volumen einbüßt, musst du den Preis um 11% erhöhen, nur um das Gleiche umzusetzen oder den gleichen Umsatz zu machen wie vorher. Und wenn du das jetzt über ein paar Jahre rechnest, dann musst du irgendwann bei 20% Rückgang den Preis um 25% erhöhen, bei 25% Rückgang um 33%. Und je weiter du gehst, desto höher geht diese Schere auf. Und zu Ende gedacht würde das bedeuten, dass die letzte Packung irgendwann ein paar Milliarden kostet. Und das wird ja logischerweise niemand bezahlen. Auch ein paar Millionen wird niemand bezahlen. Auch ein paar tausend Euro wird niemand bezahlen. Und diesem Punkt nähern wir uns halt eben immer stärker. Und ich sehe da jetzt einfach dadurch, dass die Unternehmen bei den Ergebnissen stagnieren oder rückläufig sind, schon mal ein Anzeichen dafür, dass wir diesen Punkt erreicht haben könnten. Ein weiteres Gegenargument ist ja, dass die neuen Alternativen das auffangen und wieder ausgleichen können, dass da die Margen auch höher sind und so weiter. Aber auch da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil das sind ja alles erstmal Versprechen, da ist noch nichts bewiesen. Früher oder später wird auch da von regulatorischer Seite werden da Probleme kommen, aber die erstmal außen vor gelassen. Fakt ist, bei den Zigarettenmarken, beim herkömmlichen Rauchen, gibt es ja eine sehr hohe Markentreue und Loyalität. Ne? Also wer Marlboro raucht, der raucht dann nicht irgendwie nächste Woche Camel, sondern der bleibt dann dabei. Und bei diesen neuen Alternativen, da weiß man teilweise nicht, welches Produkt zu welchem Hersteller gehört, zumal es nicht nur irgendwie eine Alternative gibt, sondern es gibt dann diese Pouches, es gibt die E-Zigaretten, es gibt die diese IQOS-Sachen und artverwandte Geschichten, auch in alles in verschiedenen Geschmacksrichtungen, teilweise in verschiedenen Produktdifferenzierungen nochmal. Also Philip Morris hat ja bei seinem IQOS-Ding auch verschiedene Modelle, die in verschiedene Modellgenerationen, die teilweise unterschiedliche Batterielaufzeiten, Funktionsweisen haben. Das ist deswegen deutlich komplexer. Und diese Unternehmen sind halt gezwungen, also die Tabakunternehmen jetzt stark ins, nicht nur ins Marketing zu gehen, sondern auch stark im Marketing zu bleiben, weil die müssen sich erstmal etablieren, die müssen sich mit ihren Marken festsetzen, die Marktanteile müssen erstmal neu verteilt werden. Deswegen sehe ich auch nicht, dass in den nächsten Jahren überhaupt da auch nur ansatzweise die Rede davon sein kann, ist, dass die Alternativen den Tabakrückgang auffangen können. Also vom Umsatz her mag das sein, aber vom Ergebnis wird das auf gar keinen Fall so der Fall sein. Denn also in den Conference Calls liest man halt auch öfters mal, dass die Margen besser sind, aber das bezieht sich ja dann erstmal auf die Bruttomargen, aber davon kannst du dir noch nichts kaufen. Ne? Und danach kommen ja noch die ganzen Marketingaufwendungen und auch Produktinnovationen, weil die Zigaretten werden ja nicht mehr weiterentwickelt, aber diese Innovationen müssen schon noch weiterentwickelt werden und den Leuten irgendwie schmackhaft gemacht werden. Und bestätigt habe ich mich darin gefühlt, dass BAT eben sein Ziel stark nach hinten verschoben hat bezüglich der, also die haben zwar die Profitabilität vorgezogen, aber die den höheren Anteil am Gesamtunternehmen oder am Gesamtunternehmenserfolg haben die, ich glaube, bis 2030 oder 35 nach hinten verschoben. Das heißt, in naher Zukunft glauben die selber nicht daran, dass die Alternativen nennenswert beitragen werden. Von daher bin ich da auch sehr vorsichtig. Und bei den Bewertungen, bei den Multiplikatoren, um das Thema abzuschließen, das KGV ist einstellig, das sieht zwar verlockend aus, aber das sagt nichts über die Schulden aus, das sagt nichts eben über das Risiko der rückläufigen Ergebnisse aus. Wenn der Gewinn oder der Cashflow fällt, dann werden die Multiplikatoren auch wieder steigen. Ne, das muss man ja auch bedenken. Es ist ja nicht nur so, dass die stabil bleiben. Und was mir halt auch gar nicht gefällt, ist, dass die Unternehmen so stark an ihren Dividenden festhalten. Die sollten, wenn sie schlau wären und nochmal so den letzten Zug für die Aktionäre ermöglichen wollen, dann sollten die Dividenden entweder
massiv streichen. Oder die sollten die sogar ganz rausschmeißen, also auf Null setzen, um dann eben aggressiv in Rückkäufe von Anleihen und eigenen Aktien zu gehen, weil dann würde die in erster Reaktion natürlich erstmal würden die Aktien stark fallen, weil die Hauptaktionärsstruktur besteht ja aus Dividendeninvestoren und nicht aus irgendwelchen Leuten, die auf höhere Kurse hoffen. Und die wären dann erstmal raus, dann gäbe es einen großen Tausch und dann könnten die super günstig ihre eigenen Aktien vom Markt nehmen, zu vielleicht einem Multiplikator von 5 oder 6 und das wäre dann deutlich lukrativer aus meiner Sicht. Imperial Brands hat das so ein bisschen ansatzweise vorgemacht, als die vor 4 Jahren ihre Dividende gestrichen haben, aber aus meiner Sicht ginge das noch durchaus aggressiver. Also mir fehlt im Grunde so der Upside-Case und solange beim Kapitalmanagement da schließt sich der Kreis wieder. Solange da nicht umgeschwenkt wird, bleibe ich auf jeden Fall von diesen Titeln fern. Ja, ich finde das einen guten Überblick und es finde ich auch immer wichtig, die Kontraseite zu hören. Jetzt hat sich bestimmt der eine oder andere am Anfang gefragt, so, warum spricht man überhaupt über Aktien, die man nicht kaufen sollte? Da kann man sehr viel draus lernen, sag ich mal, und auch so ein bisschen seine eigenen Gedankengänge schärfen oder auch, wenn man die Aktien vielleicht anders sieht, vielleicht die eigene These auch nochmal hinterfragen oder auch, sag ich mal, versuchen, die Gegenargumente wieder zu widerlegen. Insofern, falls ihr das tut, schreibt da gerne mal einen Kommentar. Lasst es uns auf jeden Fall hören. So ein Punkt wäre natürlich zum Beispiel der Amerika-Anteil, den du angesprochen hast. Die sind ja, sag ich mal, das größte Land bei BAT, bei Altria das einzige Land. Und auch das Land, was als erstes die stärksten Restriktionen für Raucher, sag ich mal, eingeführt hat und wo der, ja, sag ich mal, der Abschwung deswegen auch am stärksten und fortgeschrittensten ist. Wenn man jetzt eine Philip Morris zum Beispiel anschaut, die in vielen Entwicklungsländern tätig sind, in Ländern, wo teilweise das Rauchen sogar noch steigt, frisst sich da nicht die These im Endeffekt, weil eigentlich sind das dann ja erstmal dieser, sag ich mal, Abgesang, der dann kommt, der liegt noch viel weiter in der Zukunft? Eigentlich ja, wobei nicht nur eigentlich, ich würde schon sagen, ja. Da gibt es aber andere Risiken, die es wiederum in der westlichen Welt aus meiner Sicht nicht gibt. Also Philip Morris ist ja ganz stark von Indonesien auch abhängig beispielsweise, dass eines der 5 bevölkerungsreichsten Länder der Welt, ich weiß ja nicht genau, auf welchem Platz die sind, aber in China ist ja außer China Tobacco niemand tätig. Das heißt, den Markt können wir zur Seite legen. Und in Indonesien hatten die öfters halt mal Probleme mit Besteuerung und irgendwie Bevorzugung von anderen Marken. Das heißt, da ist es immer so ein bisschen schwerer noch vorherzusagen oder zu antizipieren, wie sich es von regulatorischer Seite eben entwickelt. Und in vielen Schwellenländern werden auch bei weitem nicht die Margen erzielt wie in der westlichen Welt, weil da eben die Kaufkraft auch eine deutlich geringere ist. Das heißt, man vergleicht hier so ein bisschen Äpfel mit Birnen oder Orangen. So ganz hundertprozentig kann man das nicht tun. Aber Philip Morris muss man halt zugute halten, dass die mit ihrem IQOS sehr früh angefangen haben und damit schon sehr stark fortgeschritten sind. Also in vielen Märkten haben die sich da auch schon eine gute Position etabliert. Dieses Jahr fangen die auch in den USA an. Das wird dann spannend zu beobachten sein, wie das ankommt. Altria hat mit IQOS nämlich sich überhaupt nicht etablieren können. Das ist total gefloppt. Bleibt mal abzuwarten. Aber Philip Morris ist halt auch deutlich teurer, ne? Also die haben nicht nur auf den Gewinn und Cashflow einen deutlich höheren Multiplikator, sondern die haben auch mit Abstand die höchsten Schulden aus der Swedish Match-Übernahme. Und die müssen die auch erstmal abtragen. Und alles zusammen betrachtet, zahlt man da schon auf den Unternehmenswert fast einen 20er-Multiplikator. Und das finde ich halt ein bisschen übertrieben, zumal IQOS ja jetzt erstmal noch um die 40% des Umsatzes gerade mal beiträgt. Über die Profitabilität, meine ich, wäre auch nichts bekannt erstmal, wie es da überhaupt aussieht. Deswegen, da ist mir die Bewertung einfach zu hoch. Also ich würde es mit Philip Morris vielleicht mal versuchen, wenn es sie zu einem 10er-Multiplikator gäbe, dann könnte man sagen, da wird nicht viel erwartet. Aber bei ungefähr 20-fach Unternehmenswert, da ist ja schon Wachstum vorweggenommen und eingepreist. Deswegen schreckt mich das auch jetzt erstmal ab.
Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und der lässt uns aber natürlich übergehen in Sachen, dir missfällt natürlich nicht alles, sondern auch du hast noch Aktien in deinem Depot und bist nicht 100% Cash. Und ich habe es vorhin angekündigt, du bist so freundlich gewesen und hast was aus deinem Premium-Bereich mitgebracht. Deine Website ist natürlich in den Shownotes verlinkt, also wer dann in Zukunft da auch mehr sich reinlesen möchte, der kann das dort auch tun. Und wir haben damals im letzten Interview auch schon über das Thema, glaube ich, ein bisschen gesprochen, und zwar Kohle, auch ESG-mäßig ein sehr spannendes Thema. Und es gibt ja zwei Arten von Kohle, und zwar die Kohle, die man einmal so verheizt sozusagen für Kraftwerke, um Energie zu erwerben, zu gewinnen, wie aber auch die Kohle, die man in der Stahlfertigung einsetzt. Und aus dem Bereich hast du dann was mitgebracht. Genau, richtig. Wir hatten ja beim letzten Mal über die südafrikanische Thungela gesprochen. Das ist ja ein thermischer Kohleproduzent, also eben das, die Klötzchen, die verheizt werden. Und bei der Kokskohle oder auch metallurgischen Kohle hat man eine qualitativ hochwertigere Kohle quasi, die einen höheren Kohlenstoffanteil hat. Und der wird bei der Herstellung von Stahl eben benötigt, um sich mit Eisen zusammenzutun, unter extremer Hitze, ganz vereinfacht gesagt. Und bisher hat es dafür kein besseres und kostengünstigeres Verfahren gegeben. Und die wichtigen Stahlproduzenten sind ja zunehmend auch eher in Schwellen- und Entwicklungsländer gegangen. Also Japan ist jetzt mal außen vor, aber Indien, Brasilien beispielsweise sind wichtige Stahlproduzenten auch. Und die werden sich erstmal nicht darum scheren, ob es irgendwelche Wasserstoffverfahren gibt, sondern die werden beim Altbewährten bleiben, die wollen günstig produzieren und den Markt versorgen. Deswegen wird auf absehbare Zeit ziemlich sicher die metallurgische Kohle weiter nachgefragt werden. Und das Unternehmen, was ich mitgebracht habe, das nennt sich Arch Resources, also ARCH, der Ticker ist auch genauso. Das ist der zweitgrößte Produzent von metallurgischer Kohle in den USA. Und metallurgische Kohle kommt in hoher Qualität eben aus den USA, aus Kanada und aus Australien. Das sind die drei großen Märkte, die den Löwenanteil abdecken quasi. Und neben der eigenen Verwendung in den USA wird natürlich auch viel exportiert, ja, eben auch in diese Schwellenmärkte, aber auch noch ein bisschen nach Europa. Und Arch ist eine Mischung aus metallurgischer Kohle, aber die macht den Großteil aus, also den überwiegenden Großteil, und noch ein bisschen thermische Kohle, die so ja mit sich rumschleppen und quasi ausmelken, aber da wird nicht mehr rein investiert. Und das Spannende bei Arch ist aus meiner Sicht, oder generell an der Branche ist, die ist ja vor 7, 8 Jahren, so um 2000, zwischen 2017 und 2018, sind die Unternehmen ja alle pleite gegangen, weil die an ihren Schulden erstickt sind. Und weil eine externe Finanzierung eben aufgrund der ganzen ESG-Regularien nicht mehr möglich war. Und so konnten die viele Schulden loswerden. Und die haben auch im weiteren Verlauf die Schulden, die noch übrig waren und aufgenommen wurden, haben die jetzt alle zurückbezahlt. Diese Unternehmen sind jetzt aus meiner Sicht die besseren Tabakaktien, weil die ungefähr genauso gehasst werden, wenn nicht sogar noch mehr. Die Bewertungen sind noch mal die Hälfte von dem, wo Tabak handelt, wenn man jetzt nur auf den reinen Gewinnmultiplikator schaut. Und diese Unternehmen sind, die haben Nettoliquidität auf der Bilanz, fast alle. Das heißt, um Schulden müssen die sich keine Gedanken mehr machen. Selbst bei den zurückgekommenen Kohlepreisen verdienen die noch immer extrem starke Cashflows. Und der Trend in der Branche geht immer stärker dahin, dass die ihre eigenen Aktien eben zurückkaufen. Als ich meine Studie im Dezember 2022 veröffentlicht hatte, war das noch nicht so. Da hat Arch die Hälfte des Cashflows als Dividende ausgeschüttet. Da konnte man aber auch in einem Jahr irgendwie 30-40% Dividendenrendite mitnehmen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und ich finde es sogar besser, dass die jetzt die Dividende in den Hintergrund drängen und stärker auf die Rückkäufe gehen, weil bei Bewertungsmultiplikatoren um die 4 bis 6, je nach Unternehmen, bei Arch ist es 5, hat man ja einen Free Cashflow Yield von 20%, und wenn die eben den Großteil des Cashflows in Rückkäufe stecken, dann kann man sich ja schnell ausrechnen, dass das den Aktionären eben deutlich stärker zugutekommt, als wenn bei diesen Bewertungen Dividenden ausgekehrt werden. Und hier kann man auch
wieder die gleiche Rechnung machen wie eben. Und ich schreibe gerade auch an einem Artikel, der das mit den Rückkäufen nochmal so ein bisschen erklärt. Da ist es auch so, dass wenn man ein paar Prozentpunkte zurückkauft, dann merkt man gar nichts davon. Wenn man 10% zurückkauft, dann hast du dir quasi 11% Mehrwert geschaffen. Das ist auch jetzt erstmal wenig. Aber sobald du so eine Schwelle von 25-30% überschreitest, dann geht die Party richtig los, weil dann überproportional der Gegenwert steigt. Also bei, wenn du, sagen wir mal, 33% der Aktien zurückkaufst, dann hast du quasi einen Mehrwert von 50% geschaffen auf der anderen Seite. Also der Gewinn pro Aktie würde ohne Wachstum um 50% steigen, nur weil ein Drittel der Aktien zurückgekauft wurden. Und wenn du eben solche Unternehmen vor dir hast, die zweistellige Werte pro Jahr vom Markt nehmen, 10-15%, dann kann das innerhalb von ein paar Jahren, ich würde mal sagen 2-4 Jahre, kann das richtig Spaß machen. Und das beste Beispiel dafür war die Alpha Metallurgical Resources, das ist der größte Produzent in den USA und Konkurrent von Arch. Die haben jetzt in den letzten 2 Jahren nämlich über 20% ihrer Aktien vom Markt genommen und der Kurs ist richtig durch die Decke gegangen. Und von Arch erwarte ich das jetzt eben auch. Also meine ursprüngliche These war, oder meine, sag ich mal so, das Feintuning war so ein bisschen anders noch. Also da habe ich mich ein bisschen anders positioniert jetzt, weil vorher war das so ein guter Mix aus Einkommensaktie über die hohe Dividende als auch ein paar Rückkäufen dazu. Aber jetzt ist es noch, finde ich, viel interessanter geworden, eben durch diese Rückkäufe und die könnten im Grunde das nachholen, was was Alpha Metallurgical schon mal vorgemacht hat. Und Potenzial gäbe es auch noch, wenn die ihr thermisches Kohlesegment vielleicht sogar abstoßen könnten. Ich glaube, das käme am Markt auch noch gut an, weil die thermische Kohle, die hat einen nochmal deutlich geringeren Marktpreis. Also da verdient Arch aktuell auch nichts mehr dran oder kaum noch was. Und die ist auch deutlich stärker eben bedrängt von Alternativen zum Heizen. Also Gas ist da oder Erdgas ist da der größte Konkurrent in erster Linie, aber auch Kernenergie wird da natürlich der thermischen Kohle den Wettbewerb streitig machen. Aber bei metallurgischer Kohle oder bei Kokskohle gibt es halt dieses Ausdrängen so in dieser Form nicht. Also wird zwar hier viel erzählt, auch bei beispielsweise bei ThyssenKrupp mit dieser neuen Anlage, die mit Wasserstoff betrieben werden soll, aber es ist zum Beispiel unklar, wo der Wasserstoff herkommen soll. Ne? Also da gibt es ja noch so viele Probleme, die gar nicht zu Ende diskutiert wurden. Deswegen bin ich da auf mittelfristige Sicht erstmal sehr optimistisch, was Kokskohle betrifft. Und Arch ist eben mein Favorit, weil die noch das nachzuholen haben, was Alpha vorgemacht hat, weil die Bewertung ein bisschen niedriger ist und weil aus aus meiner Recherche heraus die auch etwas niedrigere Förderungskosten haben. Aber das ist nur noch so ein kleines Plus on top. Okay, das heißt, über die nächsten Jahre quasi rechnest du eigentlich schon damit, dass sie es noch schaffen, ihren Gewinn irgendwie im Schnitt da deutlich zweistellig steigern zu können, vor allem durch die Rückkäufe und dadurch, dass sie halt weiterhin die hohen Cashflows aus der metallurgischen Kohle haben. Das ist jetzt aktuell meine Erwartungshaltung. Also ich habe mehrere Conference Calls, Transkripte gelesen und auch Analysen von anderen Leuten und auch mir verschiedene YouTube-Videos angeguckt zu dem Thema. Und der Schluss ist der, dass mehr oder weniger bei der metallurgischen Kohle schon langsam ein Preisboden in der Nähe sein muss, weil wenn die Preise zu niedrig sind, dann geht die Produktion irgendwann zurück und dann mit dem geringeren Angebot wird dann der Preis wieder steigen. Das heißt, so viel Potenzial nach unten ist da eigentlich gar nicht mehr. Und dadurch, dass die Bilanzen eben sauber sind, bin ich da vollkommen entspannt, was das betrifft. Und meine Erwartungshaltung ist jetzt eben, dass der Gewinn pro Aktie so ohne höhere Kohlepreise um ungefähr 10, vielleicht sogar 12% pro Jahr steigen könnte und das wird sich früher oder später auch eben im Aktienkurs bemerkbar machen. Okay, ja, spannender Case auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie gut ihr den Matthias Reus kennst, der ist ja auch ein großer Fan solcher Aktien und ist auch im Bereich Kokskohle noch gut dabei. Hatten wir auch neulich im Podcast, wird dem deswegen wahrscheinlich auch ganz gut gefallen.
Was aber ein bisschen im anderen Bereich ist, und damit kommen wir dann zur letzten Case, ein Case, der mich auch persönlich sehr, sehr angesprochen hat, weil ich doch eigentlich viele Sachen aus dem Repertoire kenne, und das ist Paramount Global, die mit ihrem neuen Streaming-Giganten, aber insbesondere mit ihren Produktionsstudios und den ganzen Marken, dem Backlog, den sie da haben, sei es jetzt eine South Park, die für eine Marke alleine sehr, sehr wertvoll ist. Ich meine, das ist ja Evergreen-Content, den man sich immer mal wieder angucken kann, um darüber zu lachen. Plus ganz viele andere Franchises, die zu Paramount gehören. Und ähnlich wie Time Warner eigentlich auch sehen die zuerst sehr überschuldet aus. Wenn man sich da aber die Laufzeiten der Darlehen anguckt, sind die doch auch sehr weit in die Zukunft gestreckt, weswegen das eigentlich ganz gut manageable ist. Im Gegensatz zu Time Warner hat jetzt aber Paramount so ein bisschen Sondersituationscharakter, und damit übergebe ich zu dir und der These. Genau, also hast du schon mal gut zusammengefasst. Ich würde mal mit den Schulden noch mal kurz anfangen. Also da sehe ich auch erstmal keine akute Bedrohung, weil die Schulden eben stark in die Zukunft gestreckt sind. Jedes Jahr werden immer nur kleine Batzen fällig. Das heißt, also auch man hat ein Vielfaches davon in der Kasse liegen. Und der freie Cashflow ist auch jetzt nicht negativ gewesen. Das heißt, das operative Geschäft müsste sich schon extrem verschlechtern, damit die da in Bedrängnis kommen, und viel Cash müsste aufgebraucht werden. Deswegen da erstmal Entwarnung. Und die haben ja auch noch Anfang des Jahres, also die Zahlen, die uns vorliegen, sind ja per 31.12.2023. Die haben aber danach nochmal ihren Verlag Simon & Schuster verkauft und aus dem Erlös nochmal einen dicken Batzen Schulden abbezahlt. Also irgendwie so 1, irgendwas Milliarden, die da kurzfristig anstanden. Das heißt, da hat man sich sogar noch ein bisschen mehr Luft verschafft. Das geht aber aus den ganzen Datenbanken erstmal nicht hervor. Das so viel zum Thema Schulden. Was die Content-Bibliothek betrifft, bin ich auch der Meinung, dass Paramount mit die beste Bibliothek hat. Also die Pate oder den Paten hat man da drin. Man hat Top Gun noch da drin. Da sind viele Evergreens. Indiana Jones gehört dazu. Das sind Sachen, die haben mehrere Generationen gesehen, während ich so ein bisschen bei Disney beispielsweise oder auch bei Netflix, da habe ich so meine Bedenken, ob viele so von diesen angesagten Sachen in Zukunft überhaupt noch tragfähig sein werden. Also die wird man nicht so weiter ausmelken können, wie das Paramount und Warner auch machen können, oder auch hier die Batman-Filme bei Warner. Die werden immer angesagt. Bei Disney wäre ich jetzt nicht ganz so kritisch. Ich meine, gerade durch die ganzen Classic-Disney-Filme, insbesondere für Kinder, würde ich da das ebenfalls auch als recht stark einordnen. Ob jetzt Marvel und Star Wars, wenn sie es noch weiter verhunzen, weiterhin den Return bringen können, ist eine andere Geschichte. Aber ich würde jetzt sagen, grundsätzlich ist Disney jetzt nicht so schlecht aufgestellt wie jetzt zum Beispiel eine Netflix oder so. Ja, ja, darauf wollte ich hinaus. Also die alten Sachen, die sind gut, aber es kommt halt nichts Gutes Neues mehr von Disney. Und Paramount hatte ja noch ein paar gute Erfolge. Also Top Gun, Babylon 2022 kam noch raus. Und in den USA ist noch irgendeine Serie, die man hier aber nicht kennt. Also ich selber kenne die auch nicht. Die ist anscheinend richtig gut angelaufen. Der Super Bowl für Paramount lief richtig gut, weil die den ja übertragen haben. Jetzt haben wir auch noch das Wahljahr. Da wird ja traditionell auch viel Werbung gemacht und gut dran verdient. Deswegen, ich bin da erstmal positiv gestimmt, was das betrifft. Und Paramount hat ja selber auch schon gesagt, jetzt bezogen auf den Streaming-Dienst, dass die dass die Verluste jetzt den Höhepunkt gesehen haben, also bezogen auf Paramount Plus. Und die wollen 2025 im nächsten Jahr in den USA die schwarze Null erreichen, und 1 bis 1,5 Jahre danach, sagen wir mal 2, es läuft ein bisschen schlechter, auch weltweit, dann wird dieser Bereich eben halt auch keine Verluste mehr produzieren, und die lagen in den letzten beiden Jahren einmal bei 1,9 Milliarden, einmal bei 1,8 Milliarden. Und das sind bei einer Marktkapitalisierung, wir bewegen uns um irgendwie 8, 9 Milliarden herum, das sind gewaltige Beträge in Relation dazu, die da plötzlich doch dem Ergebnis zugute kommen können. Und ich glaube halt nicht, dass das lineare oder das Kabelfernsehen in dem gleichen Ausmaß jetzt absaufen wird, weil das müsste passieren, damit Paramount wieder stärker auf den Deckel bekommt.
Deswegen, ich glaube, die werden eher überraschen als enttäuschen von der operativen Seite. Und das war auch erstmal die tragende Säule meiner ganzen These. Aber nachdem ich den Bericht veröffentlicht habe, ist jetzt wieder stärker diese ganze Übernahmegeschichte ans Licht gekommen. Und die scheint konkreter zu werden, wobei halt noch vieles unklar ist. Und das ist halt eben die Sondersituation, die du eben angesprochen hattest, Tim. Dass Paramount soll ja verkauft werden. Also ich habe von dem Gründer Sumner Redstone habe ich die Biografie gelesen, um das Unternehmen auch noch ein bisschen besser zu verstehen und die ganze Entwicklungsgeschichte und wie das da dran hing. Der gute Mann ist aber vor 4 Jahren verstorben, im hohen Alter von 97 Jahren. Und seine Tochter ist halt jetzt noch am Ruder, die will das Ganze aber loswerden. Nur sie hat bisher nicht geschafft, einen vernünftigen Käufer zu finden. Weil das Problem ist, Paramount ist ja nicht nur ein Streamingdienst und ein Filmstudio, sondern das ist ein extrem komplexes Konglomerat mit Fernsehstationen, mit Kinderkanälen, eben mit dem Kabelfernsehen, welches ja halt starken Gegenwind hat, mit Werbegeschäften. Deswegen, das ist gar nicht so einfach. Und es gab einige Bieter, die wollten nur Teile haben, dann wollten andere wieder das Ganze haben, aber dann wieder filetieren und dann die Anteile verkaufen. Das wollte sie aber wohl nicht, wenn man dem Wall Street Journal glauben will. Und jetzt vorletzten Wochenende war das, kam die Private Equity Gesellschaft Apollo. Also die wollte vorher erstmal nur die Studios kaufen für 11 Milliarden. Und eine Woche später haben die dann plötzlich 26 Milliarden für den gesamten Laden geboten, also inklusive Schuldenübernahme auch. Und das wäre ungefähr jetzt ein Kursupside von, also der Kurs schwankt ja jeden Tag ziemlich stark, aber sagen wir mal von 50-70% gemessen an der Offerte. Die wurde aber nicht angenommen, weil Paramount mit der Firma Skydance aktuell verhandelt und da ist auch eine exklusive Verhandlung am Laufen, die durch den ganzen April gehen soll, also 30 Tage ist da vereinbart. Und von der Seite gab es aber bisher kein besseres Angebot und da ist halt noch so ein bisschen was unklar, ne? Also wie das letztendlich komplett austariert werden soll, aber man muss ja gute Gründe haben, warum man 26 Milliarden von Apollo nicht annimmt und man die das der Aufsichtsrat oder das Board ist ja auch verpflichtet, den Aktionären gegenüber lukrative Deals nicht einfach nur auszuschlagen, sondern da muss es gute Gründe geben oder das Gegenangebot muss eben höher sein. Deswegen sehe ich zusammengefasst erstmal Überraschungspotenzial von Seite des operativen Geschäfts. Ich glaube, das ist stärker als tatsächlich erstmal so angesehen wird. Und dann können wir uns eigentlich entspannt zurücklehnen und den Bieterkampf abwarten, weil ein paar offizielle Angebote gibt es ja schon, die wurden noch nicht angenommen. Jedes weitere Gebot muss ja, ja mindestens besser sein, also es kann ja nicht schlechter sein. Und wir haben ja schon mal 26 Milliarden und 30 oder 31 Milliarden an 2 offiziellen Angeboten im Raum stehen, inklusive Schulden wohlgemerkt. Das entspricht halt Aktienkursen von um die so 20, 22, 23 Dollar für die Aktie, die keine Stimmrechte hat, um die es hier geht. Und die handelt jetzt halt eben um 11 Dollar herum. Also eigentlich müsste da ein großes Potenzial oder eine große Option da drin sein. Und die Aktie ist auch halt auch noch stark leerverkauft. Ne? Das heißt, da kann es auch jederzeit nochmal zu so einer Zündung kommen, wenn die Leerverkäufer sich eindecken müssen. Das ist eine der am stärksten geschorteten Aktien im S&P 500 von den größeren. Mit, ich meine, 14 oder 15% wären das gewesen. Von daher, da hat man eigentlich viele ja so potenzielle Katalysatoren auch, die dann zünden könnten, auch wenn der Kursrückgang aktuell natürlich ein bisschen schmerzhaft ist. Aber viel weiter runter kann es eigentlich schon nicht mehr gehen, weil dafür müsste das Unternehmen komplett rückläufige Ergebnisse ausweisen und die sehe ich eben nicht. Und dafür sind die ganzen Assets auch viel zu wertvoll. Du hast jetzt eben schon die 2 Aktiengattungen angesprochen. Inwiefern unterscheiden die sich? Also Stimmrecht, Nicht-Stimmrecht mit A- und B-Aktie? Oder und ist es so wie in Deutschland, dass man eigentlich nur die stimmrechtsbasierten Aktien kaufen muss und der Rest, da braucht man gar nicht so ein Premium erzielen, sag ich mal. Weil du hast jetzt gerade gesagt, bei der B-Aktie, da ist eigentlich auch dieser Spielraum. Also macht es einen Unterschied, welche Aktie man kaufen sollte und warum? Also die A-Aktie, das ist die mit den Stimmrechten und die hat nur, also das ist die einzige, die Stimmrechte hat. Die B-Aktie hat keine Stimmrechte.
Es sind aber deutlich weniger von denen im Umlauf und knapp 80% der Stimmrechte liegen halt eben noch bei der Redstone-Familie, die aber halt in so einer Gesellschaft drin liegen. Also nicht direkt privat bei denen, sondern in der Gesellschaft, die ja so eine Kinokette hat, und damit sind die groß geworden. Und die handelt aber zu einem extrem hohen Aufschlag aktuell gegenüber der B-Aktie, weil aktuell im Markt erwartet wird, dass eben diese Stimmrechte lukrativ rausgekauft werden, während die ja, B-Aktionäre, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass die schlechter ausgehen, aber es ist halt noch unsicher, ob der gesamte Konzern übernommen werden soll. Also im Falle von Apollo, dem Angebot, wäre das so. Bei der Skydance-Geschichte ist das jetzt nicht der Fall. Da ist eher so das Gerücht, dass die beiden verschmolzen werden sollen, dass die Stimmrechte aufgekauft werden, aber nicht alle, sondern eben nur diese 80%. Das heißt, das wäre keine volle Übernahme, sondern so ein bisschen ja, um zwei Ecken und hinter verschlossenen Vorhängen so ein paar noch auszudiskutierende Sachen. Aber was halt nicht gehen kann, ist, dass die Aktionäre, die den Großteil der Kapitalbasis ausmachen, also eben die B-Aktie, dass die deutlich schlechter da ausgehen. Also da ist halt vieles noch unklar, man muss abwarten, es kann jeden Tag irgendwas passieren und von Tag zu Tag kommen halt immer wieder neue Gerüchte und Spekulationen, die die Kurse mal schnell 15% nach oben treiben, am nächsten Tag geht es dann wieder 10 runter. Da ist halt viel Nervosität jetzt noch aktuell da und es bleibt einfach abzuwarten, wie sich dieser Bieter-Wettkampf jetzt erstmal ja, entfachen wird, aber es wurde jetzt bisher auch keine Gebote offiziell abgelehnt, von daher würde ich da erstmal die Volatilität so in Kauf nehmen. Was ich nur nicht machen würde, ist, glaube ich, die Stimmrechte kaufen, weil erstens sind die sehr, sehr wenig liquide, das ist der eine Punkt. Also wenn man irgendwie 2000 Euro investieren will, wird das wahrscheinlich kein Problem sein, aber wenn wir von größeren Summen reden, dann könnte das schon ein bisschen problematischer werden. Und zweitens, im Falle einer Komplettübernahme haben natürlich logischerweise die B-Aktien ein deutlich höheres Aufwärtspotenzial. Okay, aber es ist quasi dann durchaus ein Risiko, ja, nur indirekt sozusagen, dass im Zweifel halt nur die Stimmrechte quasi gekauft werden und noch nicht mal die von der Börse, sondern eigentlich nur die von der Familie und sich, sag ich mal, man dann erstmal nur auf die operative These setzt, sollte das zum Beispiel mit Skydance auf diese Art passieren. Ja, so verstehe ich das aktuell. Okay. Ja, spannend. Bin gespannt, wie es weitergeht. Als Disclaimer hier vielleicht, das sind natürlich auch zeitpunktbasierte. Das kann sich ja morgen ändern, wie du schon gesagt hast. Und deswegen vielleicht nochmal den Disclaimer. Wir nehmen heute am 10. April 2024 um Punkt 16 Uhr auf. Vielleicht auch mit Bezug auf die anderen Aktien und Kennzahlen, die wir so angesprochen hätten, weil auch die können sich natürlich ändern. Und das Ganze ist natürlich auch gar keine Anlageberatung, sondern soll euch ein bisschen Insights, Anregung geben, wie man über solche Cases nachdenken kann, Inspiration, macht eure eigene Due Diligence. Das kann hier nur ein Vorbote und Vorgeschmack sein. Aber wenn ihr auch gerne mehr Research von Alan lesen möchtet, wie gesagt, die Webseite ist in den Shownotes verlinkt und wenn ihr mehr auch zu seiner generellen Story als Investor hören wollt, dann kann ich natürlich auch nochmal die letzte Folge empfehlen, die verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen, machen hier fast perfekt die Stunde voll. Vielen Dank, dass du die ganzen Cases und deine Einblicke in diese Unternehmen mit uns geteilt hast und dass wir auch nochmal zum Thema Kapitalallokation sprechen konnten. Ja, sehr gerne, Tim. Danke nochmal für die Einladung. Es war wieder eine sehr kurzweilige Stunde. Mir kam es gar nicht so vor. Ich würde mich freuen, wenn ich bei Gelegenheit gerne mit weiteren neuen Ideen nochmal bei dir aufschlagen könnte. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Dann erstmal bis dahin und ciao, ciao. Alles Gute dir, Tim, und wir hören uns. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.
Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.